ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu Rezept für Desaster. Heute die finale Aufnahme und heute wollen wir mal schauen, ob wir dieses Level hier schaffen. Ja, es war wirklich das Schwerste, muss man schon sagen. Und ja, wir müssen 4 Grundstücke kaufen, das hängt nur vom Geld ab. Das ist nicht so schwer zu erreichen. Die 12 Tische zu besetzen hängt ständig davon ab, wie beliebt man ist. Sowie natürlich das Bonus. Ziel zu erreichen und da sind wir in den letzten 2 Tagen, also Ingame-Tagen, wieder etwas gesunken. Oder dem letzten Tag. Ich habe jetzt mal, ihr seht, geputzt wurde nicht mehr so richtig. Ich habe jetzt die Putzeinheit hier aufgeteilt in 2 Bereiche, aber ich habe, glaube ich, die gleichen Leute gewählt. Mal schnell schauen. So, Stuart Ellis, James Henderson und Tina Welles. Da ist noch eine andere dabei, aber das Ziel wäre gewesen. Die ist halt da bei den Tischen. Na komm, wären die noch dazu. Ah, die war schon da drin. So, Stuart Ellis. Ne, der ist ja hier auch schon. Scott Woods. So, ich kann mir hier auch anzeigen, was er macht. Der kocht da ein bisschen. Ja, der hat ein bisschen zu viel zu tun. Sonst kann ich auch nochmals jemand einstellen dann. Solange hier der Screen noch Platz hat. Irgendwann ist da gar kein Platz mehr, habe ich so das Gefühl. Gut. So, auch da unten sollte geputzt werden. Jawohl. Die kleinen Flächen sind ja egal. Das ist ja kein Problem. Es sind nur die größeren Fläche, die da so die Probleme machen. Und ihr seht, da kommen die ersten Kunden und der Laden ist noch nicht richtig geputzt. Was natürlich schade ist hier. So, dann stellen wir mal die Zeit hoch. Die haben natürlich wieder ihren Lohn, aber aktuell sollten wir solide dastehen. Das heißt, wir sollten das schon überleben. Soweit. Und ich habe auch vergessen, ich klicke schon wieder alles falsch an hier. Da. 400 Euro, 400, 800, 800, wir müssen nur 3 kaufen. Also 2x 400, einmal 800. Und das nächste wäre, glaube ich, das hier gewesen, weil hier der Abfall rumliegt, genau. Das wäre das nächste Ziel gewesen. Und natürlich hier die Beliebtheit wieder erhöhen, das wäre auch das Ziel gewesen. Stufe hoch. Ja, jetzt... Bei so vielen Leuten komme ich wahrscheinlich kaum mehr hinterher. So, hier verbessern wir 2x Kochkraft. Gut, dann was macht die? Reinigen. Ja, da ist das da. Das ist auch, die reinigt und bedient. Feuersicher hat sie schon. Da kommt Rockstar. So. 78 ist schon wieder alles gestiegen. Also wie natürlich auch ein Mitarbeiter von uns. Die Nessa ist schon oft aufgestiegen hier. Sternekoch, das passt doch. So, und die zählen übrigens nicht als negative Rezession, aber ist trotzdem natürlich nahe an Rot. Und wenn halt dann hier zum Beispiel die Dekoration nicht ganz so stimmt oder so, kann es halt schnell mal heißen, dass dann, ja, das zu Rot wird. So, das war jetzt erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben aber weniger Umsatz gemacht. Lacka war das beliebteste Gericht. Öffnen gleich wieder. Mit 115 Euro gibt es da nichts groß einzurichten. Wenn man da ehrlich ist. So, Lacka haben wir hier. Ach Gott, ein bisschen teurer geht schon noch. Immer das beliebteste wird teurer. Das ist meine Strategie hier. So, der bedient nur, hat keine Lieblingsaktion, oder wie? Na komm, wir machen ihn sehr beliebt. Ah, war das nicht der, der sich gemuldet hat, der könne kochen? Und danach haben wir gesehen, eigentlich alles, was er kann, ist bedienen. Aber war auch sehr gut zu gebrauchen. Ich glaube, das war der. So, bisher noch keine neuen. Da kommt die erste rein, sehr gut. 88, wir sind näher bei 90. Das muss jetzt nur gut gehen, 90, ja. Also am Morgen soll es ja immer gut sein, weil da ist ja auch alles sauber jeweils.
und die sind noch nicht so überlastet. Es wird nur am Abend etwas knapp. 92. Und wir haben, by the way, jetzt das teure Grundstück gekauft. Die nächsten zwei zusammen kostet nochmals 800. Und ich weiß halt nicht, ob ich einen 13. Tisch aufstellen soll. Nur damit es auf jeden Fall die 12 voll gibt. Aber darauf habe ich bis jetzt auch noch nicht so geachtet. Also von dem her müsste auch so gehen. So, wir sind bei 96. Lass uns das bitte erreichen. Es wäre schön. Jetzt kommt dann irgendein Brand. Oder einer ist völlig überlastet. Wie die hier. Und dann geht alles schief. Also, das wäre kein Wunder eigentlich. Noch einen positiven. Noch einen. Wir brauchen noch zwei. Etwa. Noch einen. Komm schon. Wir sind so knapp dran. Ah komm, da sind genügend Gäste, die jetzt hier was Positives da lassen können. Nein, natürlich nicht. 99 wieder. Es ist Rush-Hour, by the way, aber irgendwie sehe ich nicht viele Gäste. Alles gut, ist erst vor 18 Uhr. 100%! Jawoll! Sehr schön. So mag ich das sehen. Ist gleich wieder gesunken, aber wir haben es erreicht. Da haben wir den Bonus geschafft. Gut, es darf ruhig um die 90 bis 100 bleiben, das passt. Das sollte ausreichen, um uns hier das Restaurant zu füllen. Sonst weiß ich auch nicht, was wir da noch tun können. Also ich habe ja den Staff jetzt auch gerade vorhin upgradet, dass es mehr Gäste anzieht. Ich meine, bei 100% sollte ja das Restaurant perfekt sein, mehr oder weniger. Da brauchen wir nur noch die Grundstücke. Und vielleicht ein bisschen mehr Deko. So, und in die Deko könnten wir ja mal reinschauen. Das würde ich gerne wieder über die beliebte Taktik der Lampen lösen. So. Oh, wir sind schon im Minus. Sonst muss ich die gleich wieder verkaufen, wenn dann Ende ist. Weil sonst könnten wir das aktuell fehlschlagen. Wenn wir im Minus beenden, ist das schlecht. Aber wir sind schon wieder im Plus. Aber der Lohn kommt noch. Oh ja. Jetzt seht ihr, das ist wichtig. Weil so würde ich das jetzt verlieren. Ich muss jetzt den verkaufen. Gib 50 zurück. Und somit beende ich den Tag ohne Probleme. So, wieder ein bisschen weniger Umsatz. Boah, jetzt würden wir den Tag einfach mal wieder durchlaufen lassen, ohne etwas zu investieren. Das sollten wir ja im Plus enden, sonst wäre was falsch. Und dann wird das Grundstück gekauft. So. Die hat auch schon alles Mögliche. Machen wir noch flinke Beine dazu. Oh, ich habe ein Upgrade. Ah, da hier Liebe. Jetzt mache ich gerne frittieren. Das Ding ist nur, da haben wir schon genügend andere, die Profi im Frittieren sind, natürlich. Auch der Screen hier, es ist also gerade für ein Let's Play ist es schlecht, wenn ständig so viele Nachrichten auf dem Screen aufkommen. Gut, die ist nur am Bedienen. Dann wird hier doppelt erhöht, würde ich sagen. Weil es einfach, also ich selbst komme ja nicht mit, aber auch zum Zuschauen, wenn hier ständig was aufploppt, ich versuche ja das ständig wegzumachen auch. Aber es ist halt, ja, es ploppt halt überall was auf. Das hat ist schon ein bisschen zu crowded. Da ist es schon schön, ne? Eigentlich das Game so anzuschauen, ehrlich gesagt. Aber man bräuchte halt noch Finanzinformationen dazu. So überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, was man hier genau sehen sollte. Oder ja, es geht. So habe ich das halt auch nicht. Sehe ich da, was die bezahlen? Schauen wir mal schnell. Ja, das sehe ich. Okay. Dass es einfach ohne das generelle hat. Und mittlerweile, wenn halt so viele Leute da sind, laggt es auch schon ganz schön. Beim Umschalten. Gut, 17 Uhr. 8 Tische. Also nur schon so
vor dem Abend haben wir eigentlich eine gute Besetzung. Das heißt, es dürfte nicht mehr allzu lange gehen, bis wir hier die 12 Tische voll haben. Wir haben schon 10, da kommen Leute rein. Vielleicht haben wir zu viele Leute und die werden zu schnell verarbeitet. Kann auch sein. So, 8 von 12. Es könnte aber sein, dass es möglich ist. Ja, das wird halt hier auch alles überdeckt. Also ich kann die Ziele... Ah doch, ich könnte sie bewegen. Und natürlich einklappen, aber das... Wir wollen ja den Überblick behalten, wie gut es da aussieht. Also über den Abend kommen hier nicht so viele Leute. Ich habe das Gefühl, wir müssen das am Nachmittag schaffen. Also so... Ja, 16, 17 Uhr. Waren wir ja schon nah dran. Jetzt ist da wieder irgendwas kaputt gegangen. Aber es sieht mir wirklich vom Verhalten her sehr gut aus, dass wir auch die 100% halten können, ohne Probleme. Bin gespannt, wie die Sardine abschneidet. Hat sich jemand hier... Ja, die gerillte Sardine war ekelhaft, aber der hat keine Hassdinge. Also darf der nichts sagen. Boah. Kann man zufrieden sein? Waren das die letzten Gäste? Nee, da noch. Und jetzt sollte Schluss sein eigentlich, glaube ich. Ja. Gut. Wir haben schon fast die 800 Euro zusammen. ...25% mehr verdient. So. Die Sardine ist trotzdem noch da. Wurde aber deutlich weniger bestellt. Weil vorhin war die top, obwohl die fast das günstigste Produkt war. Das zeigt schon ein bisschen das Ganze. Gut. Jetzt machen wir hier mal den weg. Da freut er sich. Und dann machen wir hier bei Landschaft. So, gibt es ja da Bewertungen. Erhöht die Gemütlichkeit um 2, erhöht die Gemütlichkeit um 4. Das da. Schauen wir da mal rein. Ja, zeigt da Wirkung. Kann es auch da noch hinsetzen. Es sind aber nur so bewachsene Wände. Oh, bin schon wieder im Minus. Gut. Also deutlich grüner hier. Reicht hoffentlich da. Ich weiß halt nicht, ob das auch hier an der Seite bereits zählt oder so. Also die genauen Faktoren kennen wir halt nicht wirklich. Und auch hier kann ich das leider nicht wirklich lesen. Ah, ich kann hier die Benachrichtigung deaktivieren. Das sind aber, glaube ich, die, die in der Mitte aufpoppen. Ich glaube, das sind die. So, 12 Uhr, es sind 7 Tische besetzt. Wir könnten natürlich die Zutaten ausgehen lassen und dann würde über kurz oder lang würden die 12 Tische sofort besetzt werden. Das wäre auch eine... Nee, da kommt schon wieder eine... Ich weiß nicht, welche Benachrichtigung ich jetzt hier ausgestellt habe. Gefühlt gar keine. Also, ja. Das wäre natürlich eine Taktik. Aber danach wären wir natürlich bankrott dann. So. Ja, ich würde sagen, sehr beliebt. Passt doch am besten zu uns, was wir brauchen. Denn das vierte Grundstück, das ist nur eine Frage der Zeit. Wir müssen eben schauen, dass wir mehr Leute hier reinbekommen. Und wie gesagt, wenn sie nichts kochen könnten, würden sich die Tische auffüllen. Wenn das Game das nicht erkennt, natürlich. So, ist der Pfeffer so knapp? Oh, da habe ich gar nicht eingestellt hier. Da passiert das schon von alleine, ohne dass ich was machen muss. So. Aber jetzt sagt nicht, dass ich es absichtlich gemacht hätte, denn es war wirklich nicht so.
Hat aber nicht wirklich... Ja gut, wir haben 8 Tische, 16 Uhr. Jetzt kommen ja noch ein paar Leute, könnte reichen heute. Weil wir haben ja bereits gezeigt, wenn... Die haben alle hier... Was sagen denn die? Kann ich alle nicht anklicken? Ihre Brust war nicht gut. Ja gut. Also die Beliebtheit hochhalten ist auf jeden Fall was, was wir sollten. Und 95 ist noch akzeptabel, also... Das kann es mal geben. Aber wir müssen irgendwie einen Weg finden, hier die 12 hinzubekommen. Das vierte Grundstück kann ich dann kaufen, kann ich ein paar Einrichtungen verkaufen und sofort das kaufen. Das ist kein Problem. Zumal wir ja das Schwere bereits haben. 10. 18 Uhr, da kommen noch ein paar Leute hoffentlich. 9. Schon zu spät wahrscheinlich. Ja, zu spät. Es kommt gar niemand mehr, besser gesagt. So, es sind bereits wieder 8 Tische. Von 13 jetzt wohlgemerkt. Wir können jetzt mehr aufnehmen. Ja, es war auch bisher in den anderen jeweils nicht so einfach, das zu erreichen. Aber wir hatten es ja in den Anfangsleveln teilweise so, dass dann die Gäste in Schlangen gewartet haben. Aber das habe ich jetzt hier nicht mehr gehabt. Also wirklich gar nicht mehr. Da würde man sich denken, man macht was falsch. Aber... Ich weiß halt nicht, was das bedeutet. Die, die hier vorbeilaufen, dass die genau simulieren. Wenn man so sagt. So, wir können auch nochmals auf die Finanzen schauen. Arbeitskräfte halt schon 170 ausgegeben, plus Vorräte. Und da seht ihr, 100 Euro bleibt da übrig. Bis jetzt. Gegrillte Sardine, war sehr zufrieden damit. Köstlich, sehr gut. Immerhin jemand. Ja, das... Es ist natürlich... Es ist immer Ansichtssache und es ist natürlich schwer, ein System zu machen, dass du hier realistische Rezepte reinpackst. Weil... wo hatten wir das gespielt? Wo immer entschieden war, ob das Rezept gut ist oder nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber hier ist es natürlich so, dass man die Freiheit hat, zum Beispiel Gewürze hinzuzufügen, wie man möchte. Und es nur darauf ankommt, ob die Leute das Gewürz oder die Machart, also frittieren, grillen und so mögen. Und der Rest ist egal. 11! 11! 12! Boah, war das knapp. Das war echt knapp. Gerade so. Ich hab's im Augenwinkel gesehen, wie es von 12 direkt wieder auf 11 ging. Ja, das haben wir geschafft. Und das letzte, das ist ja wohl easy. Jawoll! Fast 2 Stunden habe ich dafür gebraucht, seht ihr? Das ist halt so, weil das war kein einfaches Level. So, ich würde sagen, wir gehen zurück zum Menü. Das war wirklich kein einfaches und ist vor allem viel Wartezeit halt, also abwarten. Gut, dann würde ich doch sagen, das war's von Recept for Disaster. Wie gesagt, wenn ihr selbst spielen wollt, wir haben jetzt die Kampagne gespielt hier. Fast überall den Chefkoch, außer einmal, weil der ist sehr schwer. Und dann wird man auch bei mir nicht als Tutorial finden. Es wird noch einen Mehrspielermodus geben und in der kurzen Zeit, wo es jetzt draußen ist, also in 2-3 Wochen, haben sie bereits einen Sandbox-Modus nachgereicht, wo man auch selbst die Regeln festlegen kann und über einen Code diesen auch anderen geben kann, um dieselbe Mission zu spielen. Also ihr seht, wenn ich hier was ändere, ändert sich da im Code was. Und somit könnte ich da eine Challenge erstellen und alle ihr könnt mitspielen. Theoretisch, wer das am besten schafft und am schnellsten. Es gibt aber auch Presets hier. Und da ist es dann so, da hat man auch... Man erstellt sich so gesehen eine Mission selbst, aber man hat ein freies Spiel. Das ist halt so die Sache. Ja, es gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen, das Spiel. Hat mir Spaß gemacht. Ist jetzt nicht, was ich exzessiv spielen würde, ganz ehrlich. Und es hängt halt auch ein bisschen vom Content ab. Ich glaube, es wird auch möglich sein, über das Steam, also dass die Steam-Community selbst noch Level hochladen kann und so. Oh, jetzt habe ich weitergeklickt, das war nicht gut. Ja, danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einem anderen Video. Bis dahin, tschüss!